höhere Feuerrate. Das ist aber der Schaden besser. Die Nachladezeit. Genauigkeit. Das Lenkgestell ist doch besser, oder? Schaden ist nicht ganz so hoch. Dafür ist es. Kann es ein bisschen schneller. Ja, und die Nachladezeit ist auch höher. Ah, ich nehme das Let's Shield. Ich habe das Let's Shield immer gemocht. Aber ausrüsten kann ich es nur bei einem. Ich würde noch gerade für einen Elefantentöter reichen. Ausrüsten kann ich das natürlich nur bei einem oder verbessern bei einem Büchsenmacher. Die habe ich doch schon, oder? Ja, die Rache war das noch nicht so schön. Die Waffe wurden direkt an mein Pferd geschickt. Da, hallo. Ich habe hier also das Bolt Action und hier könnte ich jetzt das gezielt. Schau mal, das hat denselben Schaden. Warum soll ich denn noch das? Okay, die Reichweite ist nicht so toll. Genauigkeit nicht. Ich muss das mal ausbauen. Und dazu muss ich halt nach Valentine. Haben wir nicht irgendeinen Auftrag, der mich nach Valentine bringt? In good time, but you cool it for now. Okay, von dem kriege ich nicht noch mal was. Kannst du auch ein Telegramm nehmen? Genau. Ein Telegramm. Da gibt es dreimal so viel. Ach, das ist ja alles Call to Arms. Ja, das ist dann. Ballam, 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 ballam. Ja. Direkt rein ins Ballern. Ein hartes Geschäft. Dann bist du in Saint-Denis. Okay, das ist warum kann ich mir hier keine Details anzeigen? Da schon? Da nicht? Da nicht. Ich muss mal die nacheinander machen. Skellings Auftrag. Da nicht. Doch, da schon. Da auch.
Tau. Details. Der siebten Generation. Sich interessant an. Glaubenskrise. Fange die Mitglieder der siebten Generation und bringe sie zu Skellins Kontaktperson. Möchtest du bei dieser Sitzung zuschauen? Wieso zuschauen? Ich sag mal A, aber eigentlich will ich doch spielen. Ich höre schon Hufgeklapper. Dieses Spiel ist nicht mehr verfügbar. Ja, das war jetzt enttäuschend, oder? Nochmal versuchen. Beziehungsweise, wo bin ich denn jetzt? Ich hab mich ja irgendwo rausgeschmissen. Ich bin irgendwo in der Moin, oder? Hallo Karte. Nach Sondernie zum Waffenhändler ist auch kein Problem. Ich kann hier noch ein paar Kräuter schauen, da gibt's was. Kräuter sammeln. Alles einmal essen. Ich glaube, da gibt es nämlich auch irgendwo eine Auszeichnung für. Der war nicht gut. Das erste Mal, dass ich überhaupt kotzen höre und sehe. Ah, schau mal, ein Opfer.
ich Heidelbeere schon probiert? Essen. Vielleicht bin ich überfressen, kurz deswegen. Aber eine Rohrkolben schmeckt ja auch nicht. Heidelbeere kann man gut essen. Und was passiert? Kotzig? Nee. Das sind die nächsten. Kann man auch mal wieder sauber machen. Schaden 3 mit Standardmunition. Sieht man hier eigentlich vorher, was das war, oder? Okay, das ist Standard. Ja, wenn, dann bin ich eine perfekte, oder? Eigentlich schon. Hier gibt es doch genügend Alligatoren, oder? Pflanze essen. Kann man vielleicht gut drauf kotzen. Noch eine Seidenpflanze. Da vorne ist noch was. Das ist. Was ist denn das? Das will ich nicht essen. Das ist der Oleander-Salbei. Der ist giftig. Eine neue Pflanze habe ich schon genug. Das sind wieder nur. Was ist das da? Ja, was? Noch mehr Seidenpflanze. Heidelbeere, bestimmt. Ah, ich wollte ja noch mal auf Defensiv spielen. Stellen, falls ich das nicht bin. Da ist noch defensiv. Da sieht man nicht immer dieses Schild da unten. Ist dann Kroki? Da gibt es noch mal Kräuter. Deswegen dahin laufen. Laufen wir zu den Kräutern hier. Heidelbeere. Noch mehr Heidelbeere. Wenn ich irgendwo Löffler sehe, abschießen. Die Federn sind gut zu verkaufen. Ah, was haben wir denn hier für eine Wolfsbande?
eh nicht hier für. Komm mal her, Pferd. Lass dir das mal aufpacken. Großes Tier. Ein Pferd. Ein Bretone. Zwei, vier. Vier und zwei. Und meine hat? 3 und 2, wie ist der besser? Wem gehörst denn du? Kann ich mich da mal draufsetzen? Ne? Keine Ahnung, wie du gehörst. So, Benny. Oh, wieder füttern. Wahrscheinlich sowieso zu der Waffenhändler. Keine Ahnung, vielleicht haben wir auch durchgängig auf, weil du kannst ja nicht schlafen. Links ist der Friedhof. Schießt einer. Schnell zum Doktor verstecken. I don't believe you're on my book, sir. Welcome. If you try the cocaine gum there, take my advice. Start with only a little bit. Okay, I'll take a look. Ich würde dir die fertigen Produkte verkaufen, aber nicht meine Zutaten. Du stehst doch immer im Weg, ne? Da stehst du nicht im Weg, jetzt bleib mal da. Bleib mal schön da. Geh mir nicht weiter auf den Keks. Hab jetzt gerade mein Pferd erschossen. Oh, ist keine Tür da. Sir, come in and have a browse. When you're ready, have a browse of our catalog, and I can go out back and get what you're looking for. Looks like you've been taking good care of that gun. Ich brauche mehr Schaden. Did you know a rifle barrel adds noticeable accuracy? We can do that to this model for a great price. You will feel the difference right away. Das bezweifle ich. Es gibt nur ein kurzes. Schaft. Bringt nichts. Schutz. Lederschutz. That'll give you a real edge.
Das war's. Mehr kannst du nicht mitmachen. Oder? Schafft. Maserung kannst du da. Was für Schaden von 2,5? Naja, nicht so toll, oder? Mit Dekoration kannst du ewig viel Geld noch mit ausgeben. Glad to see you're taking care of it. So many people don't. Na, da warte ich, bis ich eine gescheite Waffe kriege. I can see you look after your firearm. Glad to see you're taking care of it. So many people don't. Ich fast 3 und da habe ich 2,5. Die Reichweite ist auch nicht ganz so gut, aber die Feuerrate ist besser, aber auch nicht so viel besser. Nachladezeit ist ein bisschen länger, Genauigkeit ist schlechter. Ist ja auch nicht. Jetzt bin ich in Saint-Denis. Kann ich mir noch mal die hier anschauen. Blutgeld. Einzigartige Gelegenheit. Naja, wie du meinst. Und ich meine, ich viel bloß in Saint-Denis. Ist ja mitten in der Nacht. Da fahren keine Straßenbahn mehr. Der ist ja ganz. Ah, was macht ihr Spezialisten da? Hast du mich gerade angerempelt? Thank you for agreeing to meet with me. Perhaps you have already guessed what I wish to discuss. The word Capitale does not mean anything to you? Huh. For some time now, the organization that I represent has been using a unique system of exchange for our more sensitive business dealings. This we call Capitale. Private bonds with their value guaranteed by the reputation and considerable resources of my employer. It's a more civilized way of doing things. Until every cutthroat and gutter trash got their filthy hands on them, it cannot be allowed to continue. The value of Capitale depends on a certain exclusivity. Understand? Come. I don't know how much you have heard of our ambitious new senator, Anton Ricard. He's an officious, naive man who has yet to learn how politics work. About his grand plans to make Lemoyne the star of the next year's state fair in Sacramento. He has also been making life very difficult for us. Come on. Excuse me for a moment. Forgive me, Signor. I thought we'd be meeting alone. Who is this? He was just arrested by one of my men in the old quarter. I thought you might be interested to see what they found in his possession. How did you come by this? You stole it, yes? No. Please, Signor. Signor Martelli. You don't speak my name, porco. I found it. I swear to you, I did. On your knees. I did. I found it. I did. On your knees. I swear to you. No. No, please. Where
Did you steal it? I promise you that I didn't steal it. I will ask you only one more time. Where did you steal it? From some of the Cornwalls, boys. Leviticus Cornwall. Thank you, Chief. I trust this man will face the full penalty of the law. Most assuredly, Signor. Good. Proceed. Was there anything else? No, I think that was enough, don't you? Yes, sir. So, to my proposition. You will find beads like that one as far from here as New Austin, if you know where to look. I need every piece of Capitale taken out of circulation and returned to me. I warn you, some of this work will require a strong constitution. In return, I will reward you with a unique business opportunity involving our friend, the Senator Ricard. But that is for later. I wish to see the quality of your work before I reveal my hand. I'm sure you understand. Now, it is best we do not meet again. All further communication will be through my intermediaries. Some of them are friends of yours already. I believe Mr. Foreman, Mr. Langton. In any case, bring them enough capitale to impress me, and I assure you it will be worth your while. Now, if you excuse me, buona caccia. Capitale ist das Gold. Ich soll ihm 15 Gold bringen. Wetten wir? Wetten wir? Wetten wir? Wetten wir? Das habe ich doch schon vorher gemacht. Die Blutgeldmission. Die habe ich doch schon vorher gespielt. Aha. Kaufe die Söldnerausrüstung beim Healer, um es dir etwas leichter zu machen. Finde ich auch einen Healer. Guck mal, was die Söldnerausrüstung kostet. Also rennen wir nochmal durch Saint-Denis. Gerade glaube ich irgendjemand erschossen. Da liegt dann der Tod auf dem Boden. Bis hier, wenn ich den plündere. 49 Cent. Viel rumgeballert, habe ich das Gefühl, wenn es dann nie. A cadeau from my past. Bonjour, Monsieur. Irgendwie fehlt eine Karte. Da ist sie. Wie ich etwas zu verkaufen. Sure, I'll take a look. Ein Goldzahn. Done and done. Und kaufen. Da, Söldnerausrüstung. Oh, 5 nur.
Ein Halstuch wird an deiner Garderobe geliefert und ein Paket mit Munition, Verbrauchsmaterial, Waffenöl und 10 Kapitalebriefen an deine Truhe. Ich will aber die 20 erstmal voll machen. Läuft ja nicht weg. Almost too much to take in, I know. Nee, ich mach erstmal die 20 von. Eins nach dem anderen. Das Bezahlsystem der Mitglieder der kriminellen Unterwelt von Saint-Denis. 10 Kapitale kosten 3 Gold. Aha. Und die Söldnerausrüstung sind 10 Kapitale, ein Halstuch und ein Paket mit Munition. I don't bother with certain quaint guidelines. Weiß ich auch nicht, was das soll. Warum soll ich 2 Gold für ein Halstuch bezahlen und ein bisschen Munition? Hä? Kann ich nicht sowieso hier... Was sind die Handschuhe? Ich meine wahrscheinlich nicht hier im Geschäft, aber wenn ich draußen bin. Dosen-Erdbeeren. Mm. Mein Dead-Eye macht das war auch nicht voll. Ausdauer und Dead-Eye. Prost. Friend, you have come to the right place. Are you trying to get a rise out of me? Okay, I hope we can treat each other with respect from now on. Do what you want. I'm not gonna waste any more time on you. Let me know if there's anything else you need. Okay. Jetzt könnte ich ja mal gucken, was es hier noch zu tun gibt. Das ist der Stall, oder? Angus, du Rind. Hier staut es sich. Oh, nicht nur Leiche, die können wir fleddern. Juhu. Der wohl dabei hat. Ach, mal keine Gewehrmunition. Sich überhaupt nicht gelohnt.
Ist da nicht auch noch irgendwo einer rum? Alright. Let's find out what's been going on. Wahrscheinlich da oben. Und hier will ich ja mal eine Munition auffüllen. Dann aus dem Fenster. Das heißt schon wieder. I swear I've had gout that's more fun than this job. Anyway, that awful Gray family at Callagher Hall needs some protection for a wagon traveling from the city. I'm told the money's good, not that I'll see more than a couple of cents for my trouble. Okay, den spielen wir noch. Dann ist, glaube ich, Sense erstmal. So, das ist mein Leechfield. Da sind 200 Schuss drin. Das ist da schon mal was. Gerade erst losgegangen. Wir können uns mal die Strecke anschauen, wie lang die ist. Okay, das ist ja überhaupt nicht weit. Da gibt es dann bestimmt bald schon Action. Oh, ein bisschen mein Bildschirm anschießen. Viel bringt das ja auch nicht, dieses Seafirmrohr, oder? Damn, this place is a long way from home. Rivalisierende Spieler können die Karawane angreifen. Thank you.
bisher einfach verdientes Geld. Das ist natürlich gut. Wer hat gesagt? Ho ho, sagt er nicht. Oh oh. Oh oh. Warte mal, fährt er erst dreimal drum rum oder was? Da hätte man auch kürzer hinkommen können, oder? Hier wird es ja keinen Hinterhalt mehr geben, oder? Hätten sich ja die Waffen drum gekümmert. Ja, war jetzt nicht so schwer. Hier halt bei den Grays rum. 0,08. Naja, da kann ich dort was machen und da und was weiß ich nicht. Ja, soll reichen für heute. Morgen gibt's neue Herausforderungen.